Erster FC Köln gegen den FC Bologna aus Italien. So lautet die Paarung im ersten Testspiel des FC im Trainingslager in Kitzbühel. Mit dabei auch die beiden Neuzugänge John Córdoba und Jannes Horn. Am Anfang tasten sich beide Vereine noch ab. Schöner Ball in die Spitze, aber kein Problem für Timo Horn im Kasten der Kölner. Er spielt heute durch. Aber auch die Kölner mit einer ersten Chance. Und das ist ganz knapp. John Córdoba rutscht da am Ball vorbei. Das hätte schon die frühe Führung sein können für den FC. Die erzielen dann allerdings die Italiener. Ecke, Kopfball und Bruno Petkovic erzielt das 1:0. Am kurzen Pfosten für Bologna. John Córdoba ließ seinen Gegenspieler dort laufen. Aber auch der FC mit Chancen. Schöner Ball jetzt von rechts mal rein. Und in der Mitte steigt dann Artjoms Rudnevs am höchsten. Er war kurz vorher erst eingewechselt worden für den am Knöchel verletzten Japaner Yuya Osako. Dann Freistoß Miloš Jojić. Er bringt den Ball rein. Sørensen vorne im Gewühl. Und dann kommt Simon Zoller. Er staubt ab das 1:1. Die Kölner mit dem schnellen Ausgleich in der 29. Minute. Frederik Sørensen schafft dort die nötige Verwirrung und dann kommt Zoller aus dem Hintergrund angerauscht. Auch sein Gegenspieler kann ihn nicht mehr halten und nach kurzer Rücksprache mit dem Schiedsrichterassistenten wird der Treffer dann auch gegeben. Und dann haben die Kölner fast noch die Möglichkeit, vor der Pause das 2:1 zu erzielen. Aber auch hier verpasst Artjoms Rudnevs der Lette wieder ganz knapp. Zur zweiten Halbzeit kommt dann Jorge Meré ins Kölner Spiel. Der Spanier ja erst vor kurzem verpflichtet, führt sich hier direkt mal mit einem Foul an der Strafraumkante ein. Und das wird dann ein richtig gefährlicher Ball, klatscht an den Pfosten. Also hier Glück für die Kölner und Glück für Timo Horn im Kölner Kasten. Dann Freistoß auf der Gegenseite und auch da gibt's Gewühl. Salih Özcan mittendrin, er schafft es aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Die Kölner Mitte der zweiten Halbzeit besser und das auch wegen der Teenager-Doppelsechs mit Nicolas Nartey und Salih Özcan. Und der junge Nartey, der Däne, verzaubert die Fans mit einem Kabinettstückchen, das sich wirklich sehen lassen kann. Die letzte Chance gehört dann nochmal den Kölnern. Pavel Olkowski bringt den Ball scharf vor das Tor von Bologna und am langen Pfosten verpasst Serhou Guirassy die Führung. Es bleibt am Ende beim 1:1 zwischen Köln und Bologna.